Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Die EM ist vorbei. Dafür fangen andere Dinge wieder an und es ist doch der perfekte Zeitpunkt, jetzt wieder zu starten. Der FC St. Pauli hat am vergangenen Montag die Vorbereitung begonnen auf die neue Zweitligasaison. Das erste Testspiel beim Haider SV wurde mit, ja, wenn wir jetzt hochtechnisiert werden, dann würde Axel nochmal das aktuelle Ergebnis dann reinschneiden, sind wir aber nicht. Deswegen, so ehrlich müssen wir sein, heute ist Freitag, ihr kriegt es jetzt dann wahrscheinlich erst am Montag. Deswegen wissen wir auch noch nicht, wer den Europameistertitel holen wird. St. Pauli heute, erstes Testspiel beim Haider SV. Da geht es gleich für mich hin, die Reise nach Schleswig-Holstein. Ja, und zur EM noch mal kurz. Ich habe mich bis gestern Abend gefragt, was bleibt von diesem Turnier hängen? Kam dazu eine Unterhosenwerbung von Niklas Bendtner. Ein Tor von Lars Bender bei seinem Debüt, sicherlich spektakulär. Oder auch dieses Gewitter mit dem Spielabbruch, aber oder mit der Spielpause. Wenn wir ehrlich sind, so richtig, ein richtiges Profil hatte dieses Turnier irgendwie nicht. Also ich glaube, dass man da in einigen Jahren oder vielleicht sogar schon Monaten nicht mehr groß drüber sprechen wird. Bis gestern glaubte ich das zumindest. Bis dieser Junge herkam. Nicht, dass er die Deutschen mit seinen zwei Treffern rausgeschossen hat. Das wird nicht hängen bleiben. Aber dieser Torjubel, wo die Freude nur so aus ihm heraussprudelt. Das sind Emotionen, die wir sehen wollen auf dem Fußballplatz. Freude, Glück, Zufriedenheit, Souveränität auch ein Stück weit. Ja, schrecklich, wenn man jetzt in den nächsten Monaten auf die Amateurplätze gehen wird zum Jugendfußball, wo vielleicht 6-7-Jährige diesen Jubel dann adaptieren. Ich kann es eigentlich schon jetzt nicht mehr sehen. Wobei, habe mir dann auch überlegt, eigentlich ist es irgendwie auch ganz lustig. Und wenn wir dann an den FC St. Pauli denken, man stelle sich Finn Bartels nach seinem 1:0 vor in Aue am ersten Spieltag in dieser Pose, wäre doch was. Finn Bartels Stichwort, Aue Stichwort, es geht wieder los. Wir sind deswegen jetzt auch wieder da und es ist vieles passiert. Es ist vieles neu beim FC St. Pauli, ihr werdet es größtenteils sicherlich mitbekommen haben. Es gibt einen neuen Sportchef mit Rashid Assousi. Es gibt einen neuen Co-Trainer mit Timo Schulz. Es gibt einen neuen Athletiktrainer. Es gibt einen neuen Spielplan. Es gibt eine neue Ansage, eine neue Zielsetzung. Ja, Top 25 war gestern, man ist damit sehr gut gefahren in den letzten Jahren. Zu den Top 25 gehören zu wollen und hat das ja auch erreicht, sogar inklusive des Bundesliga-Aufstiegs. Das reicht jetzt nicht mehr. Man hat ein Signal gesetzt. Bernd-Georg Spieß und Stefan Orth haben ein Interview im Hamburger Abendblatt vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, fünf, sechs Wochen, genutzt, um wach zu rütteln, um alle auf Kurs zu bringen. Es soll jetzt bitte schön etwas mehr sein. Gerne der Aufstieg, auf jeden Fall in den nächsten 3 Jahren. Ja, und neue Spieler sind natürlich auch schon einige da. Darum wollen wir uns kümmern. Und die Vorbereitung, die der FC St. Pauli jetzt begonnen hat, die gilt auch für uns, Axel. Ne? Wir wollen uns auch so ein bisschen Gedanken machen, wie wir uns neu aufstellen, vielleicht für die neue Saison. Ob wir irgendwas am Format ändern, klar ist nur, dass wir es weitermachen. Aber auch der Vorspann, der sieht ja mittlerweile aus wie mein jüngerer Bruder, der da auftritt. Vielleicht muss man da ein bisschen was machen, die Kategorien überdenken, wie auch immer. Wir sind da noch nicht so richtig eingestiegen, aber das werden wir in den nächsten Wochen tun. Und der Aufruf an euch, wenn euch irgendwas total auf die Nerven geht, sagt es uns. Oder wenn ihr eine gute Idee habt, was man doch regelmäßig machen könnte. Mehr Gäste, weniger Gäste, nicht diese blöden Fragen oder die Fritte der Woche, ist das alles überholt? Sagt es uns. Feedback gab es in den letzten Wochen auch, beziehungsweise ich wurde mehr bepöbelt. Es war immer die gleiche Frage, wann bleibt denn oder wo bleibt denn die erste Folge Pommes Braun-Weiß? Ja, hier ist sie und heute auch noch auf jeden Fall mit 3 Fragen, die da lauten, mit welchem Personal, mit welcher Taktik und wo wird jetzt eigentlich wann und wie gebaut? Die 3 Antworten plus die Fritte der Woche, jetzt bei Pommes Braun-Weiß. Es gab in der Sommerpause immer wieder Leute, die, ach Axel, komm, gehen wir mal rüber, dann sind wir auch thematisch beim FC St. Pauli. Es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, Mensch, was ist da los? So viele Spieler sind gegangen beim FC St. Pauli. Wo bleiben denn die Neuen? Was soll das denn werden in der kommenden Serie? Mittelfeldplatz bis Abstieg, da wurden schon wieder Schwarzmalereien getan. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Muss auch mal gucken, letzte Serie als Vergleich. Ja, da kam ein Lasse Sobich als erster Neuzugang. 50 Tage vor dem Punktspielstart, damals in Lübeck gegen Ingolstadt. Und diesmal war man eigentlich schon viel früher, obwohl man eine völlig unklare Situation hatte, was die Liga-Zugehörigkeit angeht. Ja, bis zum Schluss, wir erinnern uns, um den Aufstieg mitgespielt.
Ein Wechsel auf der entscheidenden Position des Sportchefs. Und trotzdem, es war ein Sören Gonter schon früh klar, es war ein Florian Mohr schon früh klar und man hatte auch noch andere Spieler in der Pipeline. Von denen sind jetzt zwei verpflichtet worden, Daniel Ginczek und Lennart T., beide für die Offensive. Und ja, gehen wir da gleich mal rein. Meine ersten Eindrücke, Gonter ja, ist noch verletzt, wird aber früher fit, als man das geplant oder erwartet hatte. So sieht es zumindest momentan aus. Sören Gonter vielleicht schon so Anfang September wieder spielfähig. Im August will er ins Mannschaftstraining einsteigen. Schuftet momentan in der Reha. Dann haben wir Florian Mohr, sicherlich ein sehr guter Innenverteidiger für die zweite Liga, keine Frage. Der kommt zurück zu seinen Wurzeln. Ich kenne ihn noch vom SC Concordia. Damals ein junger, aufstrebender Abwehrspieler gewesen, hat seinen Weg gemacht, dann über Werder 2 und Paderborn, war da auch Kapitän zuletzt. Also ist auch ein Typ auf jeden Fall, das gilt für Gonter im Übrigen auch. Das könnten zwei werden, die nach den Abgängen dieser ganzen starken Charaktere da vielleicht mittelfristig in diese Rollen reinwachsen könnten. So, dann haben wir noch Lennart T. und Sportsfreund Ginczek. T. für mich, kam von Werder Bremen, ja, wenn man das überhaupt sagen kann, aber so der Spieler oder die größte Überraschung so dieser ersten Trainingswoche, sehr auffällig, zeigt sich, hat auch große Anlagen auf jeden Fall, macht Spaß und könnte eine ganz gute Rolle in dieser Saison spielen, aber es ist natürlich noch sehr früh, sind wir ehrlich, ja? Eine Woche ist erst um. Ginczek, bulliger Stürmer, der sicherlich großes Potenzial hat, ausgebildet bei Borussia Dortmund. Ja, in Bochum eine ordentliche Zweitligaserie gespielt, mehr aber auch nicht. Da kann und muss jetzt sicherlich auch ein bisschen mehr kommen. Dann haben wir noch einen Marcel Andrijanic, der kam aus der U23, hat mir da in der vergangenen Saison sehr gut gefallen. Andrijanic, Heinemann waren für mich die beiden besten, herausragenden Nachwuchskicker. Andrijanic hat jetzt als Lob und als Anerkennung dann den Sprung geschafft in den Profikader, ist noch Vertragsamateur, könnte aber noch einen Profivertrag bekommen, wenn denn Davidson Drobo Ampem noch abgegeben wird aufgrund der Local Player Regelung. Also der macht auch richtig Spaß, hat auch einen Sonderlob bekommen gestern, also am Donnerstag, vom neuen Sportchef Rashid Assouzi. Kann ich auch nur teilen. Versteckt sich nicht im Training, hätte man vielleicht auch erwarten können. Der ist erst 19, schnuppert da jetzt zum ersten Mal rein. Macht einen selbstbewussten, aber auch nicht einen überdrehten Eindruck. Also auch ein guter Junge. Und im Tor haben wir noch Florian Kirschke, neuer dritter Mann, ebenfalls aus der U23. Die fahren auch alle mit ins Trainingslager nach Basinghausen. Da ging es, das muss ich wieder denken, gestern, also am Sonntag, ging es nach Basinghausen. Da bin ich natürlich auch am Start. Und wie ich es in Spanien versucht habe, ich hoffe, diesmal wird es klappen, will ich euch auch da mit dem ein oder anderen Filmchen dann direkt aus dem Trainingslager versorgen. Also, klickt mal rein. Gut möglich, dass ich dann auch noch einen weiteren Neuzugang vorstellen kann, denn es ist noch ein Zimmer mehr gebucht in Basinghausen, falls denn noch einer verpflichtet wird. Klar ist, es werden mindestens zwei sein. Ich denke mal drei Spieler, die noch verpflichtet werden, wenn man davon ausgeht, dass Davidson Drobo Ampem den Verein verlässt. Der trainiert momentan auch nicht mit. Er kann sich einen neuen Club suchen. Dann haben wir noch einen Maje Salik, der gerne hier bleiben möchte. Aber meine Information, wenn man eine ordentliche Ablösesumme für Salik bekommt, dann will man ihn auch noch abgeben und würde dann auch noch da einen Nachfolger verpflichten. Carlos Zambrano wollte auch gerne Bundesliga spielen oder zumindest Erste Liga, ob in Spanien, in Deutschland, wo auch immer. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Den werden wir hier noch ein Jahr sehen. Und gesucht wird jetzt natürlich auf den Außenbahnen. Und ganz vorne will man noch einen Kracher verpflichten. Nach dem Abgang von Moritz Volz, der nicht eingeplant war, der aber deutlich mehr Geld verdient in München und für das gleiche Geld wäre auch hier geblieben. Aber St. Pauli konnte und wollte ihm ja, dieses stattliche, fürstliche Salär nicht zahlen. Da muss man einen Nachfolger finden. Auf den Außenbahnen ist es noch ein bisschen dünn. Da haben wir Schachten, da haben wir Kalla. Drobo Ampem können wir nicht mitzählen. Dann sicherlich auch noch ein Gonter auf Sicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Mohr und Zambrano in der Innenverteidigung spielen, ein Torrand momentan bei André Schubert auf dem Zettel steht für die rechte Außenbahn. Patrick Funk wird vielleicht auch in den sauren Apfel beißen müssen und auf die ungeliebte Außenverteidigerposition ausweichen müssen. Optimal ist das alles noch nicht, deswegen muss da auch noch was getan werden. Und viele sagen, es muss auch noch ein Zehner her, ein Nachfolger für Max Kruse, für 750.000 Euro nach Freiburg gewechselt. Nein, muss er nicht. Und also gewechselt ist er natürlich, aber der Verein muss dort keinen Nachfolger suchen. Und warum nicht? Dazu kommen wir jetzt.
Es wird ein neues Spielsystem voraussichtlich geben. André Schubert wird versuchen, das jetzt in der Vorbereitung reinzukriegen. Man will im 4-4-2 spielen mit zwei Stürmern und eben keinem klassischen Zehner mehr, den Max Kruse ja meistens gespielt hat oder spielen sollte. Er ist oft ausgewichen auf die linke Außenbahn, aber war ja nominell schon klar auf der Zehnerposition zu Hause. Ja, Viererkette klar, dann mit zwei Sechsern oder einem Sechser und einem Achter ein bisschen weiter nach vorne und zwei offensiven Außen und eben vorne zwei Stürmer. Deswegen kein Nachfolger, zumindest kein 1:1 Nachfolger für Max Kruse. Ja, als wir das letzte Mal hier waren, da sah das hier alles noch ein bisschen anders aus. Gegen gerade momentan auch ein, ich will nicht sagen heikles Thema, aber zumindest ein Thema, was sehr stark und heftig diskutiert wird hinter den Kulissen wieder im Verein. Dazu komme ich gleich. Kurz nochmal an eine andere Stelle. Kollaustraße, Trainingsgelände, da sollte es ein neues Funktionsgebäude geben und clever, wie die Leute, die verantwortlich beim FC St. Pauli sind, hatte man sich gedacht, Sommerpause, es ist keiner da, die Spieler sind im Urlaub, Trainer sind im Urlaub, da reißen wir das Funktionsgebäude ab, nutzen die Zeit. Man wollte dann umziehen in eine Containerstadt auf den Parkplatz mit Duschen und Umkleidekabinen, wenn die Spieler dann wieder da sind, dann hätte man das im Herbst nutzen können, das neue Funktionsgebäude. Wird zweistöckig. Mit einer schönen Dachterrasse oben drauf. Ich hoffe doch für die Journalisten, wo wir dann das Training dann uns anschauen können. Ja, so war es geplant. Macht ja auch irgendwie alles Sinn. Was ist jetzt passiert in der Sommerpause? Nichts. Man fängt jetzt an, so in 4 Wochen, also ungefähr dann, wenn die Mannschaft auch nicht mehr in Trainingslagern weg ist, sondern wenn sie wieder jeden Tag da ist, wenn die Saison angefangen hat, dann reißt man das Funktionsgebäude ab. Die Spieler müssen umziehen in die Container und werden dann, ja, auch im Winter, wenn es ein bisschen kälter ist, sich da auf dem Parkplatz in den Containern umziehen und duschen müssen. Tolle Planung, hat nicht so ganz funktioniert das Ganze. Ja, Helmut Schulte hatte den Hut auf bei diesem Projekt. Da ist sicherlich eine Menge falsch gelaufen. Ob da jetzt die Schuld Helmut Schulte allein zuzuschieben ist, das tun momentan viele. Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber die Fakten sind eigentlich katastrophal. Das ist eine Posse, die da abgelaufen ist und die Spieler dürfen dann die Suppe auslöffeln. Warten wir ab, wann es da losgeht. Hier ist es längst losgegangen und die Firma Helmig ist hier auch voll im Zeitplan. Wolfgang Helbing, Thorsten Vierkant, die beiden Bauherren des FC St. Pauli, haben ja auch eine gewisse Erfahrung. Man hat das hier in wirklich kürzester Zeit hochgezogen mit der Überbauung der U-Bahn. Es hat alles funktioniert. Jetzt hat nur die DFL nicht mitgespielt beim Spielplan. Man wollte zuerst 2 Auswärtsspiele haben, denn wenn man zuerst 2-mal auswärts angetreten wäre, plus Pokal, wären es sogar 3 gewesen, hätte man es geschafft, viele, viele tausend Stehplatzzuschauer zum ersten Heimspiel gegen Ingolstadt hier hinzubekommen. Dadurch, dass man jetzt am 2. Spieltag schon antreten muss gegen Ingolstadt hier, wird das nicht funktionieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Problem, was viele jetzt sehen, diese ganzen Dauerkarteninhaber, wo sollen wir die alle hinpacken dann, wenn hier noch keiner drauf kann? Ich glaube A, dass man vielleicht 2.000-3.000 drauflassen kann im Spiel und B, dass weil Ingolstadt kommt und wer letztes Jahr in Lübeck war beim Heimspiel gegen Ingolstadt, der weiß, mit wie vielen Leuten die kommen. Nämlich vielleicht 30 oder 40. So sollte es doch möglich sein, im Auswärtsbereich auch noch was zu machen, dass man dann neue Kapazitäten hat und die Leute da unterkriegt. Ging gerade also alles planmäßig. Und wenn wir jetzt mal gucken, hier unten rechts der Bereich im Erdgeschoss, da soll einziehen die Stadionwache, die dann aber auch genutzt wird als Domwache bei Großveranstaltungen hier auf dem Heiligen Geistfeld, wie jetzt zum Beispiel beim Fanfest. Der Verein hat nach meinen Informationen alles, oder das Präsidium, alles dafür getan, dass die Wache dort nicht einzieht. Hat aber nicht funktioniert. Man hat mit den betreffenden Parteien viel gesprochen. Man ist da aber zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Es hätte am Ende mindestens, im Idealfall, 600.000 Euro gekostet, wenn man die Stadionwache ausgelagert hätte und sie, wenn du einmal umschwenkst, auf dem jetzigen Standort ein paar Meter weiter aufgebaut hätte. Geld, das man nicht hat. Geld, finde ich, dass man dafür auch nicht zahlen sollte, zumindest nicht momentan, weil bei den ganzen infrastrukturellen Projekten
wird das sicherlich anderswo gebraucht. Die Problematik, warum man das nicht möchte, sind eigentlich zwei Punkte. Erstens möchte man diese Räumlichkeiten anders nutzen. Es soll ein Museum dort entstehen. Sehr schöne Idee, aber für ein richtig gutes Museum braucht man natürlich auch Fläche. Sonst, finde ich, kann man sich's auch sparen. Es sind 585 Quadratmeter, die da jetzt für die Stadionwache eingeplant sind. Wenn man das mit dem Bereich dazu nimmt, was jetzt fürs Museum vorgesehen ist oder was noch ZBV ist, dann könnte man da sicherlich was Ordentliches draus machen. Der zweite Punkt, das ist aber das größte Argument der Gegner, die jetzt noch versuchen, das zu verhindern, ist die räumliche Nähe zwischen Polizei und dem Fanladen oder den Fans, die dann in direkter Nachbarschaft sich auch unter der Woche treffen, Choreografien vorbereiten. Und wenn man weiß, was in den letzten Monaten passiert ist und wie sehr dieses Verhältnis gelitten hat, das Vertrauen aufgebraucht ist zwischen den Polizisten und eben der Fanszene, dann muss man sich schon fragen, ob das Sinn macht. Andererseits sind es natürlich auch nur wenige Meter hier rüber dann bis zum aktuellen Standort. Es hat jetzt einen offenen Brief gegeben vom Ständigen Fanausschuss und der Stadion AG, wo die Politik aufgerufen wird. In Senator Neumann wurde aufgefordert und gebeten, doch da jetzt zu vermitteln. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, die es noch gibt. St. Pauli hat alles getan. 600.000 Euro sind zu viel. Das denke ich auf jeden Fall. Da sitzt momentan nicht drin, auch wenn es einen kleinen Gewinn geben wird. Das nur als kleine exklusive Information. 200.000 Euro etwa. Das Geschäftsjahr ist ja am 30.06. jetzt abgelaufen. Also da stimmen die Zahlen auch. Aber trotzdem, so viel Geld hat man momentan einfach nicht übrig. Eine Sache noch, bevor ich es vergesse, wo wir gerade beim Thema Sicherheit auch so ein bisschen waren. Die DFL hat gesagt, die beiden Auswärtsspiele konnten wir euch nicht geben am Anfang, weil das immer kollidiert wäre und es muss oder es darf nicht sein, dass der HSV und St. Pauli an einem Wochenende ein Heimspiel gleichzeitig haben. Ist ein Argument, was mir einleuchtet, wenn ich mir den Spielplan dann aber angucke und gehe mal in den Februar rein. Ich glaube, es ist das dritte Wochenende. Da ist es nicht nur so, dass der HSV und St. Pauli sehr wohl gleichzeitig zu Hause spielen. Es sind auch noch die Gegner, die sehr interessant sind. Der HSV spielt gegen Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Und wenn man weiß, wie freundschaftlich diese beiden Vereine Köln und Gladbach verbunden sind, dann könnten das lustige Tage werden. Es gibt da schon entsprechende Kommentare auch in den einschlägigen Foren. Einschlägig bekannten. Dritte Halbzeit, vier Tage lang in Hamburg und so weiter. Wir haben bei der DFL mal angefragt, ob das ein Versehen war oder ob man das wirklich mit bestem Wissen und Gewissen so angesetzt hat. Eine Antwort haben wir noch nicht bekommen. Vielleicht nächste Woche dann dazu mehr. So, und jetzt, Axel, es ist schon wieder mega lang geworden. Ich entschuldige mich tausendmal bei dir. Ab der neuen Saison gelobe ich Besserung, aber es war sehr lang, es war sehr viel heute. Und zum Schluss haben wir natürlich immer noch das hier. Neu sind auch die Trikots beim FC St. Pauli natürlich, so wie jedes Jahr. Sieht ein bisschen aus wie ein Football-Shirt, okay, gebe ich zu, aber ich finde es doch recht schön. Jetzt hat Do You Football, der Trikotpartner des FC St. Pauli, bei der Präsentation ein schönes Filmchen gezeigt. Das könnt ihr euch auch gleich nochmal anschauen. Florian Mohr ist das, Neuzugang, Innenverteidiger. Und der wurde mit Farbe beworfen, braun, weiß und rot. Und dann haben die diesen Prozess haben sie in Zeitlupe rückwärts laufen lassen, sodass dann am Ende das Trikot zum Vorschein kommt. Es kam aber nicht nur das Trikot zum Vorschein, zumindest sieht es so aus. An der Stelle, wo das Trikot in die Hose geht, da guckt man ja auch mal hin. Und da werdet ihr feststellen, wie sehr sich Florian Mohr schon auf die neue Saison freut. Also auf eine geile Spielzeit. Für mich geht es jetzt ab ins Trainingslager nach Basinghausen. Tschüss. We'll be right back.